Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Star Citizen. Ich möchte euch in dieser Serie die existierenden Gameplay-Loops oder Game-Loops vorstellen, die es gibt, die mir einfallen. Ergänzt es gerne in den Kommentaren, um mal zu schauen, wie ist eigentlich der Stand in Star Citizen und ist das Ganze eigentlich ein Spiel oder sind wir eher noch in sowas wie einer Preview-Vorschau zu dem, was mal ein Spiel werden könnte. Konkret schauen wir uns heute das Rockminern an, sprich wir werden uns ein Raumschiff schnappen, ein Rock schnappen und dann entsprechend nach Erzen suchen, diese abbauen und dann verkaufen. Meiner Meinung nach einer der Haupt-Gameplay-Loops aktuell, um Geld zu verdienen, neben natürlich anderen Arten von Mining, die wir uns auch anschauen werden. Zur Einleitung des Loops würde ich sagen, gehört dazu, dass wir ein Raumschiff ausparken und natürlich auch den Rock irgendwo einladen werden. Also die Zugfahrt beispielsweise von Lorville Richtung Raumhafen, Teil des Game Loops. Auswahl und Rufen des Raumschiffs, Teil des Gameplay Loops. Für unseren Fall wahrscheinlich irgendetwas in der Richtung eines verfügbaren Raumschiffs vor allen Dingen. Okay, Teil des Gameplay-Loops, auch warten auf ein Raumschiff. Gut, wir sehen uns also wieder in 7 Minuten. Vielleicht ist auch ein Teil in der Wartezeit, die ausgefeilte NPC-AI zu bewundern. Oder die emotionsvollen Gesichter mit vielfältigen Frisuren. Was vielleicht wirklich dazu gehört, ist eben dieser kleinen Ruckelpartie ein wenig Inspiration holen, wofür man das Ganze eigentlich macht. Und anderen Spielern beim Aufsteigen zuschauen. Selten genug der Anblick. Vielleicht sich Ziele praktisch im Shop ergucken. So eine schöne Hammerhead für den Einstieg. Ist das immer so, dass da die Airlook offen ist? Ich will es nicht beurteilen. Okay. Gefühlt 4 Videoschnipsel später sind bereits 2 Minuten vergangen. Es wird für mich also ein wohl längeres Video. Wir könnten partizipieren. Oh, ich weiß nicht, warum ich da so schön leuchtete. Irgendetwas scheint dieses Bild zu haben. Eine Geste, die mir bisher nicht bekannt ist, aber scheinbar wird willkommen, anstatt verlassen. Okay, wir beten scheinbar dafür, dass Leute in Lorville ankommen. Gut. Okay, der hat mit den Augen gerollt, das habe ich genau gesehen. Ja, okay, war nicht witzig. Habe ich erwähnt, dass ich mich in diesem Raumanzug dick fühle. Wir haben es bald, nur noch 2,5 Minuten. Also, optimistisch formuliert. So, schauen wir nochmal rein. Und immer noch nicht. Aber jetzt gleich. Also wenn ich eines nicht empfehlen kann, dann ist es, ein Video zu machen, in dem ihr zwischendrin auf ein Raumschiff warten müsst. Denn das dauert ungefähr doppelt so lange, als wenn man normalerweise ein Raumschiff ausparken möchte oder claimen möchte. Aber jetzt geht's weiter. Fahrt mit dem Aufzug. Definitiv Teil des Gameplay-Loops. Und wahrscheinlich eines der Kernelemente oder der Kernfortbewegungsmittel in Star Citizen. So, initiales Besteigen des Raumschiffs. Okay, da hätte ich vielleicht ein anderes Verb verwenden sollen. Aber definitiv auch Teil des der Einleitung zum Game Loop. So, erstmaliges Starten in den Weltraum. Und dabei feststellen, dass Tomi Eye Tracker nicht mag, wenn ein Mikrofon vorm Gesicht ist. Auch ein wichtiges Element ist mit Sicherheit das Verlassen des Orbits. Oder nein, falsch. Moment. Verlassen der Atmosphäre. Genau. Um überhaupt irgendwohin Quantum traveln zu können. Okay. Ich habe jetzt gerade für mich selber geredet und festgestellt, dass die Aufnahme nicht an war. Teil des Gameplay Loops ist natürlich auch, die Atmosphäre zu verlassen und im Anschluss eine Route zu planen. Was ich schon getan habe, aber nochmal neu machen werde. Und zwar wollen wir im ersten Schritt natürlich einen Rock abholen, auspacken und abholen.
Im besten Fall funktioniert das, im schlechtesten Fall leider nicht. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwo anders hinfliegen, weil wir die Route so nicht planen dürfen. Vor einer halben Minute ging es noch, aber jetzt haben sich die Planeten scheinbar in irgendeiner Art und Weise gedreht, dass es nicht mehr geht. Ade, fliegen wir erstmal nach da. So. Jetzt dürfen wir übrigens die Route nach Anderson planen und deswegen werden wir auch dorthin Quantum traveln. Genau. Einmal im Kreis drehen. Und die Quantumreise genießen. Sehr schön. So. Gefühlt 25 Tastatureingaben später, aber leider auch eine halbe Stunde später, sind wir auch schon auf dem Weg, die Atmosphäre zu durchfliegen, und zwar um das 20 Kilometer entfernte HDMS Anderson zu erreichen, um dort unseren Rock auszuparken. Man stelle sich jetzt noch vor, man würde abstürzen, weil man durch das ständige Warten auf irgendetwas die ausreichende Müdigkeit erlangt hat, nicht mehr genug aufmerksam zu sein. Aber jetzt sind wir tatsächlich angekommen, hoffentlich. So, landen. Mit Sicherheit ein Teil des Gameplay-Loops. So. Na, Nasenfletcher. So hört sich das mit einer Constellation. Im nächsten Schritt. Aufsuchen des Ausparkungsgebäudes. Gott, die Kamera fahren. Da vorne ist es auch schon. Also eins muss man sagen, immerhin gibt es mittlerweile ein wenig mehr Leben durch die Erhöhung der Spielerzahl der Server von 50 auf 100. Es ist ganz schön. Wobei es ist, glaube ich, auch noch das Event aktiv, in dem man die Alien-Helme finden kann und dann permanent in sein Inventar bekommt. Ist manchmal tatsächlich auch eine Kiste drin, aber scheinbar jetzt gerade nicht. So. Ich vermute ich muss es auch claimen. Na gut, nah dran. Dann claimen wir das Ganze mal. Das geht hier deutlich schneller, nämlich nahezu instant. So. Und here we go. Ausparken des Rocks. Teil des Gameplay-Loops. Mit Sicherheit. Here we go. Oh. Lass mich los, Kamera. Danke. So, einsteigen. Auf geht's. Angekommen. So, jetzt sind wir ja schon fast bei der eigentlichen Arbeit angekommen. Ein schnelles Einparken und dann sehen wir uns wieder. So. Und hoch da Ding. Und hoch mit uns. Und dann geht's auch schon los. Dann noch den nächsten Fahrstuhl rufen, ja. Also man sieht schon, das Game basiert auf Fahrstühlen. Mein Gott. Fahrzügen? Gibt's das Wort? Ich glaube nicht. Das Game basiert mit Sicherheit auf Fahrstühlen. Genau. Klingt auch echt komisch, der Satz. Wenn man den ganzen Fahrstuhl-Content auslassen würde, wäre, glaube ich, das Gameplay ein wenig kompakter. So um 80%. So, jetzt sind wir ja ehrlicherweise erst im Loop angekommen. Ich glaube, es ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde später. Ich gucke gleich nochmal ganz genau. Ich glaube, 35 Minuten oder so. Nach dem Intro. Und wir haben konsequent und konstant daran gearbeitet, uns vorzubereiten, meinen gehen zu können mit dem Rock. Und jetzt haben wir es geschafft. Also ich nehme jetzt mal nicht die erstbeste Quelle. Der Demonstration halber werde ich jetzt auch einfach irgendwas Mineable-mäßiges meinen. Genau, und jetzt nicht unbedingt nach der Qualität schauen, weil darum geht's ja nicht. Also, wie gesagt, der Gameplay-Loop
beginnt, ja, also beginnt vielleicht nicht, aber ist ja ein Kreis, ist schwierig zu sagen, wo er beginnt. In jedem Fall ist Teil davon, dass wir jetzt mit der Constellation und unserem geladenen Rock durch die Gegend fliegen, um eine Quelle zu finden, nach der ich auch mal wieder scannen könnte, weil sonst kann ich lange fliegen. So, wir haben jetzt mal was gefunden, was wir im besten Fall scannen wollen. Was scannen sagt nein. Muss ich durch Tobi auch ganz genau drauf schauen, das mag ich gerade nicht. Genau, also wir suchen mit diesen Kästchen natürlich unsere Rocks, die wir minen wollen, die in einer bestimmten Größe sein sollten. Und hier stellen wir zum Beispiel fest, dass der Scanner gerade nicht so viel wiegt. Also bleibt uns nur mal hinfliegen und gucken. Im besten Fall auch die Kontrolle des Schiffs wieder bekommen. Ja. So. Und wie Sie sehen, dass das kein Rockstein ist, sondern ein Prospektorstein. Heißt, weiter geht die wilde Fahrt. Also nur als kleine Ergänzung und Randnotiz. Natürlich ist mir bewusst, dass wenn das Scannen funktioniert, man anhand der Signatur, die man zurückbekommt, erkennen kann, um was für Steine es sich handelt. Und wenn das Scannen gerade irgendwie nicht anschlägt, was es ja gerne mal nicht tut, dann wird es schwierig. Einer Tipp am Rande, mit Punkt und Komma seht ihr auf der linken Seite eine rote Zahl, die ich gerade verstelle. Ich mache es jetzt mal ein bisschen exzessiver, damit man so ein bisschen da den Blick drauf richten kann. Sinnvoll für uns ist natürlich nur nach vorne zu scannen, das heißt 179 Grad, weil alles, was hinter uns ist, interessiert uns ja nicht. So, jetzt haben wir hier mal wieder was gesehen. Und würden uns das gerne anschauen. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt am Tobi-Eye-Tracker liegt, dass es deutlich schwieriger ist. Ich habe fast die Vermutung. Wenn ihr wüsstet, wie ich gerade in den Monitor gucke. Sehr argwöhnisch, damit ich hier was erkennen kann. Naja, fliegen wir mal näher ran. Und wir haben einen Song. Es ist wieder ein Prospektorstein. Aha, was haben wir hier? Wir haben im besten Fall Steine. Nicht, dass es Handminer-Steine sind. So, die sollten wir jetzt eigentlich mal netterweise scannen können. Tun wir auch. Wir sehen es jetzt. Darf ich meinen Kopf bewegen? Ja. So, Dolovin. Ist okay. Wir werden natürlich jetzt mal das ganz demonstrativ schnappen. Und direkt mal daneben landen und unseren Rock ausparken. Und ich weiß nicht, warum mit dem Tastenkombination mein Fahrstuhl ausgefahren ist, aber okay. Damit leben wir. Und Fahrstuhl fahren. Und Fahrstuhl fahren. Und Rock fahren. So. In meiner Nähe ist gerade ein Raumschiff. Und das macht mich ein bisschen nervös. Weil die investierte Zeit, um hier zu sein, möchte ich jetzt eigentlich nicht genutzt haben, um zu sterben und das Ganze nochmal von vorne zu machen. So. Und an dieser Stelle fällt mir auf, ihr seht gerade, wie sich der Arm bewegt, dass mein Mining noch mit Tobi verbunden ist. Und das werde ich mal kurz deaktivieren. Sonst muss ich da hingucken, wo ich minern will. Das ist ein bisschen anstrengend. So, der Einfachheit halber mal deaktiviert. Dann fangen wir schon mal vorsichtig an. So, jetzt Trick 17 übrigens, wenn ihr zu viel Gas gegeben habt und das schnell wieder runterkriegen wollt, einfach den Laser wieder deaktivieren und nochmal neu starten, weil dann ist er wieder auf 0%. Mein rein Vorführeffekt technisch mache ich es gerade trotzdem nicht so ganz geil, aber das ist im Prinzip die Idee dahinter. Also anstatt mit dem Mausrad beispielsweise runter zu scrollen, einfach den Laser ganz deaktivieren. Stein 3 von 3. Danach werden wir mal am besten schauen, wo aktuell die besten Preise für Dolovin gezahlt werden. Genau, das kann man leider nicht so ganz toll in-game nachschauen, weil wir uns gleich eine Internetseite für anschauen. Und dann mal unsere Route planen. Ja, eventuell habe ich beim letzten ein bisschen so viel Gas gegeben. Jetzt kommt der Staubsaugepart und danach kommt der Wegbringpart.
Da ich am Ende auch einmal mit euch auf die Uhrzeit gucken will. Also nicht auf die Uhrzeit, sondern... Oh, Extraction Mode? Ist aber nicht der Extraction Mode. Sondern auf die Zeit, die wir insgesamt gebraucht haben, um eine Iteration sozusagen zu machen. Es ist halt auch wichtig, einmal ehrlicherweise zu sagen, dass ich gerade ziemlich dumm bin beim Einsaugen. Genau. Ich meine, ich werde jetzt auch nicht jedem einzelnen Stein hinterhergehen, weil, ja, das ist es dann nicht wert. Genau, aber ehrlicherweise kann man auch die Steine ein wenig geschickter als ich springen. Die da unten werde ich mir nicht holen. Nö. Übrigens fahren wir wieder Fahrstuhl. Wer hätte es gedacht? So. Genau. Dann setze ich mich jetzt hinter das Steuer und dann schauen wir mal, wo wir denn am besten unser Dolovin verkaufen. Hier gibt es natürlich verschiedene Websites, die wir dafür benutzen können. Wir benutzen jetzt hier den SC-Handelplaner, entwickelt von Spieler Blau. Den kennen viele wahrscheinlich von seinen Twitch-Streams. Ich verlinke euch die Website als auch seinen Twitch-Kanal in die Beschreibung, sodass ihr ihn gerne aufsuchen könnt. Wir wählen in dem Planer natürlich aus, dass wir um den Planeten Hursten herum verkaufen wollen und wir wollen wissen, wo können wir Dolovin verkaufen. Wir haben jetzt eine breite Auswahl und wir nehmen das zweite von unten, Lorville Admin, sprich da, wo wir herkommen, wollen wir wieder verkaufen, weil es für uns das nächste ist. So, wir haben erfolgreich nachgesehen, wohin wir fliegen. Das heißt, wir fliegen eigentlich genau wieder dahin, wo wir herkommen, nämlich zurück nach Lorville. Planen unsere Route, stellen fest, dass es sogar glücklicherweise geht, verlassen jetzt den Orbit und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn wir im Landeanflug sind. Ja, und wir sind im Prinzip im letzten Anflug, im letzten Quantum Drive, bevor wir wieder durch die Atmosphäre fliegen. Was lässt sich zusammenfassend sagen? Wir haben jetzt natürlich jede Aktivität nur einmal gemacht. Also wir sind nur einmal mit dem Raumschiff über den Planeten geflogen, haben nach Rock Rocks gescannt, bis wir sie dann gefunden haben, haben diese dann entsprechend abgebaut und aufgesogen. Normalerweise würde man ja nicht nur den Anspruch haben, ein einziges Mal dahin zu fliegen. Man möchte das ja machen, um Ertrag zu erzeugen. Das heißt, ich sag mal, die Dauer und die Anzahl, wie oft man das machen kann, ist auf jeden Fall deutlich höher als einmal. Ich kann nicht mal mehr sagen, wie oft. Ich glaube 10, 15 Mal oder so. Das heißt, das wäre natürlich dann im Prinzip das Maximum. Um dann wieder auf jeden Fall verkaufen zu gehen. Was dann halt wieder, ja, im Prinzip den Loop dann beenden würde. Also der Verkauf. Ja, einmal abbauen. Also wie ist der Loop mal verbal runtergesprochen? Also der Loop ist ja praktisch alles außer das initiale Ausparken und Beladen des Rocks. Der Loop ist ja eigentlich zum Beispiel erst nachdem wir losgeflogen sind und Rocks suchen beginnend. Genau, dann als nächstes finden wir einen Rock beispielsweise, bauen den ab, saugen ihn auf, parken wieder ein, fliegen wieder hoch, suchen eigentlich, also so ein kleiner innerer Loop sozusagen, suchen eigentlich weitere Rocks zum Abbauen, bis wir irgendwann mal im Optimalfall voll sind. Dann planen wir die Route zum Verkaufen. War jetzt in diesem Fall eigentlich nicht besonders schwer und mir eigentlich auch bekannt. Ich hatte es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. In unserem Fall dann wieder zurück nach Lorville, würden jetzt hier oder gehen jetzt hier auch verkaufen. Parken also berechnen die Route nach Lorville, parken den jetzt gleich ein, gehen wieder in den Zug, gehen ins Admin-Office, um unsere Ware zu verkaufen, fahren wieder mit dem Zug, fliegen wieder los, gehen auf den Planeten, wo es was abzubauen gibt und das ist unsere Dauerbeschäftigung. Hierbei ist auf jeden Fall zu realisieren, dass wir ganz viel Zeit damit verbringen zu warten. Also ich sag mal, die Tastatureingaben sind wirklich wenig. Das Längste, was wir machen, ist eigentlich irgendwo durch die Gegend fliegen, vielleicht ein bisschen die Maus bewegen und das war's dann. Ja, genau. Mal als Zwischenfazit. Aber lass uns das Ganze jetzt erstmal zu Ende bringen. Ich finde die Landung, da kann ruhig Teil des Videos werden. So. Ich muss zeigen, dass ich ein absolut professioneller Star Citizen Spieler bin. Übrigens mit Maus und Tastatur, falls es nicht auffällt.
genauso. Oh, oh. Packt man ein Schiff in Lorville ein. Das OO oh, oh, zwischendrin ist sehr wichtig. Ah, ein Traum. Ein Traum von Landung. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich zu dem Versprecher Fahrzug kam. Aber na klar, also Fahrstuhl oder Aufzug. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Jetzt werden wir einen dieser Fahrzeuge nehmen, um zurück zum Flughafen zu kehren, einzukehren. Ich bleib dabei, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich finde, wir können die Strecke ja mal zusammen gehen. Entsprechend mit beschleunigter Kamerafahrt für euch. Bis gleich. Warten auf den Zug. Wieder in Realtime. Nein, kleiner Spaß, auch das beschleunigen wir. Und Zug fahren. Auch Teil des Gameplay Loops. Mich hinsetzen. Darf nicht. Gut. Gehen ist sowieso viel besser und gesünder. Wenn man hier so aus dem Fenster guckt, dann kann man eigentlich ja nur verstehen, dass das Ganze irgendwo eine Hassliebe ist. Es sieht so gut aus. Es hat so viel Potenzial. Aber es ist auch einfach noch so unfertig. Es ist schade. Aber um Geld hinter JPEGs zu schmeißen, reicht's. Da bin ich ganz vorne mit dabei. Hey, beim Admin Office angekommen. So. Jetzt wählen wir unseren Rock aus. Sehen, auch wenn da 0 angezeigt worden ist. Wir haben Dolovin an Bord. 65 Units. Und verkaufen das Ganze. Yay. 8450 Credits. Also ich kann euch auf jeden Fall aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfehlen, nur eine Konstellation von Steinen anzufliegen. Ja, und damit möchte ich auch schon das Video beenden. Wie gesagt, ich versuche eine Reihe von Loops zu machen, damit wir uns dann anschließend gesamthaft anschauen können, was bietet das Spiel eigentlich neben, und das ist kein richtiger Content, neben den Dingen, die Spieler sich selbst erfinden, um Spaß zu haben. Dazu gehören selbstgemachte PvP-Schlachten, Autorennen, irgendwelche anderen Rennen. Alles ist zwar sehr schön, dass das funktioniert innerhalb der Community, aber es kann nicht der Anspruch sein von einem Spiel, von einem MMO. Sonst kannst du auch GTA RP spielen, da kannst du den ganzen Tag selber Content machen. Genau, das sind meine abschließenden, vielleicht auch leicht kritischen Worte, aber ein bisschen Kritik muss ja auch mal nach 10 Jahren Development sein, würde ich sagen. Ich persönlich bin übrigens IT-Projektmanager, das heißt, ich erkenne so ein bisschen den schlechten Stil, der dahinter steckt. Naja, genug ausgekotzt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mit mir leiden und habt Spaß und Interesse an der Serie. Schreibt es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oh, und übrigens, das bin ich euch noch schuldig. Der gesamte Ablauf von Intro bis Outro hat 50 Minuten gedauert. Jetzt könnt ihr natürlich noch 7 Minuten abziehen fürs Warten. Dann sagen wir mal 5 Minuten für Videokram. Dann, weiß ich nicht. Ist man immer noch gute 40 Minuten unterwegs. Etwa. Oder so.